Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pixelgern 3D hier auf meinem Kanal. Wieder mal recht herzlichen Dank mit dir fürs Einschalten. Halloween ist ja vorbei und ich habe noch immer die Halloween-Deko hier in meiner Lobby. Und genau das müssen wir heute ändern. Und ich bin auf was draufgekommen, was richtig, richtig cool ist, was ich noch vorher nie bemerkt habe. Und jetzt spiele ich doch schon 2 Jahre Pixelgern 3D und das hat auch was mit den ganzen Deko-Sachen zu tun, beziehungsweise mit den ganzen Bundles, die man sich da kaufen kann. Denn heute werden wir uns einen Bundle kaufen bei Pixelgern 3D, um unsere Lobby hier gleich mal mega schick einzukleiden. Momentan haben wir das richtig coole Halloween Bundle hier am Start in unserer Lobby, aber wie gesagt, Halloween ist ja schon vorbei und für Weihnachten ist es dann doch noch zu früh, obwohl viele Geschäfte meinen, sie müssen schon jetzt mit Weihnachtsdeko anfangen, was ich persönlich einfach viel zu früh finde. Ich weiß nicht, wie das bei euch so ist oder ob es bei euch schon Geschäfte gibt, die schon voll in Weihnachtsdeko geschmückt sind. Schreibt mir das doch mal bitte gerne in die Kommentare rein, denn bei mir war es ja schon Anfang Oktober so, dass manche Geschäfte einfach schon die Weihnachtsdeko aufgehängt haben und auch die ganzen Lichterketten vorne heraus hatten, was richtig, richtig komisch war, denn es war noch Oktober und es war richtig warm bei uns und die haben einfach schon dann die ganzen Deko-Sachen für Weihnachten am Start gehabt, was für mich viel zu früh ist. Aber was ist da eure Meinung? Schreibt mir das doch mal bitte in die Kommentare und wir bekommen die 30 Teile vom Halloween-Avatar. Richtig, richtig, richtig cool. Leider können wir hier nicht noch einen Dreh starten, aber vielleicht später. So Leute, genug herumgeredet. Wir werden jetzt gleich mal eine Runde spielen und danach werden wir uns ein Bundle kaufen. Und es gibt ja wieder die Prügelei, da werde ich gleich mal reinstarten. In der Geisterstadt gibt es nämlich etwas, wo man 50 Trophäen für den ersten Tagessieg im Modus bekommt. Es sind keine Haustiere erlaubt, es sind keine Geräte verfügbar und es gibt auch keinen Ausstattungsbonus. Hört sich richtig interessant an. Dann gibt es auch noch doppelte Trophäen für den ersten Sieg und keine Niederlagsstrafe. Hört sich richtig cool an, denn beim Duell bin ich mir manchmal ja sehr, sehr unsicher. Da gibt es wirklich sehr, sehr starke Spieler und das ist richtig, richtig, richtig brutal. So, die Spieler werden gesucht. Ich hoffe, ich bekomme einen leichten Gegner. Ich will mir wirklich diese 50 Pokale holen. Ja, falls euch dieses Video gefällt, nicht vergessen, einen Daumen nach oben zu geben. Würde mich auf alle Fälle sehr, 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 sehr darüber freuen. So, wir spielen gegen der Apple KI. Hat 2570 Trophäen. Ja, klingt gut. Und wir sind ja auch noch im Halloween-Outfit gekleidet. Halloween ist ja schon vorbei. Deswegen brauchen wir auch heute neue Einkleidung. Denn es sieht zwar richtig cool aus, aber es passt einfach nicht zur Jahreszeit. Ich möchte jetzt immer meine Lobby der Jahreszeit entsprechend gestalten. Das habe ich ja lange nicht gemacht, aber ich finde, es sieht cool aus. So, ich würde sagen, wir starten da gleich mal los. Nein, what? Der hat mich... Nee, das war ich. Das ist mein Geist. Er hat mich gleich wieder, schätze ich mal. Yes. Yes. Nein. Ich habe auch den Einschuss. Haha, und da habe ich ihn gekillt mit der Revanche. So, und er hat mich noch gar nicht getroffen. Das finde ich sehr, sehr gut. Ich gehe da mal rein, denn da kann er jetzt nicht so. Und wir haben das Ultimatum hier im Start. Ah! Wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Komm! Komm! Nein! Verdammt, verdammt, verdammt! Aber das schaffen wir. Komm, 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 komm. Wo ist er? Da hinten ist er. Ja, es ist richtig komisch, da es ja jetzt keinen Bonus gibt, keinen Rüstungsbonus, nichts. Boah, wie cool ist er? Yes, da haben wir. Aber wir müssen trotzdem noch, einen Kill schaffen hier. Da ist er. Boah, kaum das schaffen wir. Nein, verdammt. Yes, aber da haben wir ihn. Da haben wir ihn. So, es geht noch ganze 45 Sekunden. Schaffen wir noch einen Kill? Ich glaube, punktemäßig sollten wir dann vorne sein. Wenn er natürlich jetzt noch einen Kill schafft, haben wir es vergeigt. Ah, komm! Verdammt! Yes, Leute, wir haben den Kill! Wir haben den Doppelkill, wir haben den Doppelkill. So, ich verstecke mich jetzt einfach mal. Ich verstecke mich jetzt einfach mal in der Hoffnung, er findet mich nicht. Der Hoffnung, er findet mich nicht. Aber 22 Sekunden sind dann doch noch sehr, 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 sehr lange. Es ist so spannend. So spannend. 15 Sekunden noch. Oder ich kille ihn einfach nochmal. Das wäre natürlich auch mega cool. Aber normalerweise sollte ich den Punkten nach hier gewinnen. 5, 4, 3, 2, 1. Komm, komm. Und jetzt bin ich gespannt, bitte. Sieg, Leute, yes, wir haben gewonnen. Mega, mega cool und wir bekommen einfach mal 140 Pokale. 140 Pokale für nur einen Sieg. Das ist richtig, richtig krass.
ja, sollte man auf alle Fälle spielen, denn man kann ja eigentlich auch keine Pokale verlieren. Es ist ja auch bei der Prügelei so, dass man hier keine Pokale verlieren kann. Und das war so ein knappes Spiel. Mega, mega, mega cool. Er will Rache, ich will keine Rache. Mein Puls ist jetzt ziemlich, ziemlich hoch. Wir schauen uns, dass wir hier gleich mal was Neues holen. Ja, eine neue Lobby, wie schon gesagt. Und da gibt es was sehr, sehr Cooles, was ich schon vorher angesprochen habe. Denn es gibt, bei dem, wenn man so ein Bundle kauft, bekommt man auch noch ja, Zusatzmünzen und Zusatzdiamanten bei manchen Bundles. Das ist immer unterschiedlich. Hier im Orient-Paket bekommt man zum Beispiel den Shurikenwerfer und auch noch 148 Juwelen und 100 Gold. Aber Leute, wir wollen uns hier ein anderes Bundle kaufen. Für das Weihnachtsbundle, wie gesagt, ist es noch zu früh, werden wir uns aber wahrscheinlich auch holen in der Weihnachtszeit. Das Winterbundle haben wir ja schon, ist aber nicht so aufregend, aber wir werden passend zur momentanen Saison, die momentan läuft, es läuft ja momentan, warte, die Cyber-Saison, werden wir uns hier ein Bundle kaufen, das sehr, sehr, sehr cyber aussieht. Ich nenne es einfach mal so. Und zwar das futuristische Bundle. Und dabei bekommt man auch 144 Juwelen und 100 Gold und man bekommt auch noch die Ausstattungsteile in der Lobby, die natürlich sonst auch Juwelen oder Gold kosten. Und wenn man hier mal in die Schatzkammer schaut und bei den, ja, einfach hier mal 144 Juwelen sich kaufen möchte, dann kostet das einfach gleich viel, als wenn ich hier das Bundle kaufe. Bekommen dann auch noch Münzen dazu, deswegen sollte man sich auf alle Fälle oft mal die Bundles kaufen, solange man sie noch kaufen kann, denn man bekommt da einfach dann die ganzen Sachen für die Lobby und auch noch Juwelen, also man bekommt quasi das Bundle gratis und man kauft eigentlich die Juwelen. Und ja, weil man, es verändert sich ja außer dem Aussehen nichts. Ich meine, ein paar Werte verändern sich, aber das kann man sich auch gratis mit ein paar Münzen holen. So, genug geredet, Leute. Wir holen uns das futuristische Bundle. Wie habt ihr momentan eure Lobby eingerichtet? Schreibt mir das doch mal auch bitte in die Kommentare. 5,49 €. Oh, ich bin davor mit meiner Facecam. Hier haben wir es. 5,99 €. Ändert deine Lobby zu futuristisch. Okay, so, Dankeschön für deinen den Lobby-Like, lieber Fanda. So, kaufen wir uns natürlich 5,49 €. Und wie gesagt, wir bekommen dann mehr oder weniger, ja, entweder bekommen wir das Bundle gratis, beziehungsweise wir bekommen die Juwelen gratis. Kann man sehen, wie man will, aber man bekommt sehr, sehr viel. So, erhalte 50 Münzen Challenge beendet. Sehr, sehr nice. Und jetzt haben wir wieder 146 Juwelen. Damit könnten wir schon wieder sehr, sehr viel kaufen. Aber, Leute, es ist noch nicht vollendet, denn dieser Baum hier passt einfach nicht her. So, Verzierung. Große Verzierungen. Ich könnte natürlich einen Panzer herstellen. Oder ich könnte... Ich glaube, der Verteidigungsroboter sieht sehr, sehr gut aus. Kostet 290. Ich meine, ich habe sowieso viel zu viel Gold. Erhöht die Effizienz deiner Gadgets. Hört sich auch sehr, sehr gut an. Oder wir stellen einfach hier... Ja, komm, wir stellen die Phönix-Statue her. Finde ich, passt auch gut. Ich meine, passt jetzt nicht wirklich zur Saison. Dann ist ja die Cyber-Saison. Aber finde ich ganz okay. So, Verzierung. Stellen wir auch was anderes hin. Da steht ja jetzt dieser Baum. Dieser Bonsai. Was machen wir hier? Ich würde sagen, die Armeekisten sehen... Nee, die passen nicht so. Die Holzkisten passen gar nicht hin. Waffenkisten ist mir zu teuer, muss ich sagen. Der blaue Erz sieht eigentlich ziemlich cool aus. Stellen wir das Ganze mal her. Wir beschleunigen das bestimmt nicht. Das wäre viel, viel, viel zu teuer. Und die Straße sieht auch noch falsch aus. Die ist auch noch vom Halloween-Bundle. Die Betonstraße sieht natürlich geil aus. Weltraumkacheln, ich glaube, die passen sehr, sehr gut. Stellen wir... Oh, kann ich nicht herstellen. Na gut, dann gehen wir mal auf den normalen Fußweg zurück. Sieht auf alle Fälle besser aus als... ja, der gruselige Pfad. Und dann werden wir irgendwann die Weltraumkacheln herstellen, weil die sind, glaube ich, am allerbesten für das aus. So, zurück. So, die Lobby sieht schon mal gut aus. Ich hoffe, euch gefällt die Lobby, wie sie jetzt aussieht. Wir können hier noch auch ein paar Preise holen. Und ja, wie ihr gesehen habt, ich habe zum Beispiel auch die Phönix-Statue genommen, weil da Plus-Plus für die Effizienz der Gadgets gestanden ist. Und das ist dann schon, ja, finde ich, ziemlich, ziemlich gut, wenn die Gadgets verbessert werden. Zum Beispiel die Atombombe oder zum Beispiel auch, dass wahrscheinlich wird der Jetpack länger halten und auch der Mech ist zum Beispiel besser. So, hier können wir auch einige Challenges beenden und gleich mal ein Level aufsteigen. So, jetzt sind wir hier auf Level 18. Wir bekommen 100 Credits und 20 Juwelen. Richtig stark, wie viel Juwelen wir heute schon bekommen haben und das mehr oder weniger gratis. So, und wir könnten uns jetzt auch nochmal ein Level holen.
werden wir jetzt aber nicht machen. Denn ich würde sagen, wir beenden dieses Video. Ich habe mir eine neue Lobby hier gegönnt. Sieht auf alle Fälle viel, viel, viel besser aus als davor. Und wie gesagt, kauft euch eine Lobby, wenn ihr euch Juwelen holen wollt. Denn ihr habt es gerade gesehen, es war einfach so viel billiger, dass wir hier, ja, also nicht billiger, aber wir haben einfach die Lobby geschenkt bekommen. Weil außer Aussehen macht die ja nichts. Aber mit den Juwelen kann man eigentlich viel anfangen. Und kostet gleich viel, als wenn man hier sich einfach um 5,50 € 144 Juwelen kauft. Und man bekommt auch noch Münzen dazu. Ich habe zwar viel zu viele Münzen. Ich werde mir jetzt, glaube ich, alle Einrichtungsgegenstände für die Lobby kaufen, damit die auch mal weggehen. Aber na gut. Ich würde sagen, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Falls ja, Daumen nach oben. Falls du neu bist, würde ich mich freuen, wenn du ein Abo da lässt. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Bis dahin, macht's auf alle Fälle gut und haut rein, Leute. Und wenn du das nächste Video und den nächsten Stream nicht verpassen willst, unbedingt die Glocke unter diesem Video aktivieren. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut und haut rein, Leute. Ciao.